Der Titel war einfach nur Clickbait. Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, können wir anfangen. Tatsache ist, mein Star Wars Wissen, würde ich sagen, so bei 2%. Ich habe nicht so viel Ahnung von dem Zeug. Ich werde hier nichts spoilern, ich werde es einfach nur erklären, wie ich es gesehen habe. Ich habe die Baby-Yoda-Serie geguckt. Nachdem Baby-Yoda überall war, dachte ich, ey, was zur Hölle ist denn da los? Schau es dir mal an. Ich habe es angeguckt und zwei Sachen habe ich gelernt. Zunächst einmal, die Serie heißt nicht Baby-Yoda, sondern anders. Und die zweite Sache, die ich gelernt habe, ist, habe ich vergessen. Das ging schnell. Ich dachte mir, ey, das Ding ist, ich habe ja so wenig Ahnung von Star Wars. Und dann dachte ich mir, okay, ich kam nicht mehr mit. Ganz ehrlich, was ist da passiert? Plötzlich gab es um jede... Die haben mehr Filme gemacht als Netflix-Serien. Was ist das geworden? Ist das eine Serie? Jeden Monat kam eine neue Folge raus. Oder jedes Jahr. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Es war zu viel. Entschuldigung. Ich kann mich noch erinnern an Episode da, wo Yoda noch so eine Puppe war. Die drei Teile. Dann wollte ich vor ein paar Jahren die ganzen Filme gucken, chronologisch. Und dann war ich überfordert. Und deswegen, weil ich halt so wenig Ahnung habe von Star Wars, ich habe halt die Filme geguckt, dann habe ich auch die anderen Filme geguckt, die dann später rauskamen. Aber das, was in den letzten 5 Jahren rauskam, das war mir zu viel, ich war überfordert. Und dann dachte ich mir, okay, wenn diese Serie um Baby Yoda sich handelt, dann kann ich ja chronologisch nicht viel falsch machen, weil er ist ja noch ein Baby, das Baby Yoda. Da habt ihr es geschafft. Die haben sich gedacht, okay, wie schaffen wir es, dass wir Star Wars noch mehr hypen können, dass Leute noch mehr ausflippen. Setzen wir uns einfach mal in so ein Labor und züchten einfach mal das meistgeliebteste Wesen der Welt. Es ist crazy. Ich hab's geguckt und Baby Yoda ist verdammt süß. Er ist cute as fuck. Er ist Baby Yoda, er ist 50 Jahre alt und er ist halt noch ein kleines Kind. Was mich dann zu der Überlegung kommen lässt, ich meine, ich hab ihn jetzt gesehen als Baby Yoda und hab ihn auch gesehen als Erwachsenen Yoda. Größentechnisch wahrscheinlich um 3 cm gewachsen. Mir fällt auf, ich meine, wenn er als Baby-Yoda, Entschuldigung, dass ich das so oft sage, ich brauche hier Clickbait. Je häufiger ich sage Baby-Yoda, desto mehr Klicks kriege ich. Was ich nicht verstehe, wenn Baby-Yoda, seit er immer ein Baby ist, mit Menschen abhängt, die menschlich sprechen, warum spricht er dann als Erwachsener so scheiße? Was ist mit deiner Grammatik los? Du hast voll viele Jahrhunderte Zeit gehabt, diese Sprache zu lernen, okay? Schäm dich mal. Nach 200 Jahren, Entschuldigung mal, Yoda, mindestens hättest du die Sprache akzentfrei und grammatikalisch beherrschen sollen. Just saying. Jedenfalls die ersten 2 Folgen von der Serie kann ich sagen, Baby Yoda und dieser Kopfgeldjäger, die hängen ab. Die sind Besties. Die laufen hier und da herum und dann treffen sie so einen Typen, er hat Hoden als Wangen. Gespielt von Nick Nolte, leere Hoden, da ist nichts drin, das ist einfach nur so jeweils ein leerer Hodensack an jeder Seite. Und die reden mit ihm und dann ziehen die weiter und Yoda macht einmal ganz süß so, um seine Macht zu benutzen und dann schläft er ein. Er ist ein Baby Yoda. Nächstes Thema. Ich habe heute nicht so viel Zeit, um das mit Schnittbildern zu füllen. Schnittbilder sind einfach so Fotos, Bilder der Stadt, wo ihr dann denkt, oh wie schön, sehr professionell. Weil ich habe ja heute noch Auftritte, 2 Stück im Quatsch Comedy Club. Mir ist sehr wichtig, dass ich das hier aufnehme und dann schneide und ihr das sofort bekommt an den Endverbraucher. Und das muss ja auch noch schön aussehen. Das muss ja noch verpackt werden. Und ich darf auch nicht die ganze Zeit im selben Bild sitzen. Das ist auch langweilig für den Zuschauer. Deswegen müssen wir ab und zu mal einfach ganz spontan das Setting wechseln, weil sonst wird es langweilig für den Zuschauer. Man muss die ganze Zeit ein bisschen was bringen. Deswegen auch die Sache mit den Schnittbildern. Wenn da keine Schnittbilder reinkommen, dann könnte es ein bisschen eintönig werden. Außerdem war das Licht auch gerade nicht so gut. Ich war am Fenster, bla 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 bla. Übrigens, ich habe ja gestern dieses Video hochgeladen, den Vlog. Was ich geil finde an meinem Vlog, Eigenlob, ist einfach mal, dass ich das durchgehend aufeinander verbindet. Das mit Au, mit den Pakettypen. Und das war's. Ich habe ja gestern als Thumbnail einfach so ein Foto genommen vom Video selbst. Ich dachte mir jetzt im Nachhinein, wäre vielleicht angebracht, ein anderes Thumbnail zu benutzen. Das ist das kleine Vorschau-Video-Bild, das ihr dann sehen könnt mit dem Text, den ich dann liebevoll reinschreibe. Wie dem auch sei, ich habe mir gedacht, was cool wäre, weil es geht ja um Rauchen und so, dass ich einfach eine Pfeife nehme mit Gummibärchen und dass man das dann benutzt zum Feuerzeug und den Titel auch ändert. Falls ihr also das Video von gestern News und mein WG-Leben schaut. Also, das mit der Pfeife und den Gummibärchen macht Sinn. Ich habe mir gestern auch vegane Gummibärchen geholt bei DM. Die sehen nicht aus wie Bärchen, die sehen einfach so aus, ein bisschen, keine Ahnung. Ich mache jetzt sofort, ich nehme das auf und daraus mache ich dann ein Thumbnail später.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht meinen ganzen Tabak weg esse. Ich brauche ein Feuerzeug. Haben wir es jetzt? Während ich das hier alles vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es könnte eine dumme Idee sein. Was soll schon passieren? Ha. Okay, das Titelbild wäre das hier und der Text wäre, dann raucht auch gleich Gummibärchen oder irgendwas, keine Ahnung. Es geht nur ums Bild. Kann man Feuer überhaupt sehen? Großartig. Das ist ein gutes Bild. Ich versuche es mal gleich nochmal, aber ich glaube, das ist okay. Es bietet sich an, die ganze Baby-Yoda-Review jetzt nochmal zu machen, diesem großartigen Licht. Aber nein, wir machen das lieber nicht. Was ich sagen wollte, ist, an Star Wars, was ich toll finde, ist, diese Welt ist ziemlich cool. Die ist großartig, die ist unendlich, die geht ins Unendliche, sie ist total interessant, nachvollziehbar. Ich finde es besser als Harry Potter. Also ich meine, beides wird uns überleben. Aber Star Wars ist viel größer. Harry Potter ist im Grunde genommen, okay, voller Respekt. Es gehört zu den Legenden von die UK, genau wie die Beatles, die Queen, die Band und die Queen, Mr. Bean, Harry Potter und, habe ich irgendwas vergessen? Doctor Who? Keine Ahnung. Alles das ist so auf so einer Ebene, was für immer bleiben wird. Harry Potter aber an sich ist das Universum ein bisschen klein. Ich meine, das gab's schon. Weißt du, was ich meine? Zauberer und Hexen und sowas, die haben einfach Sachen genommen, die es schon gab und sie hat da ein bisschen rumgesponnen. Also ist nicht neu alles. Was ist da los bei Harry Potter? Diese Schule, sorry, in jedem Film wurde gesagt, Hogwarts ist kein sicherer Ort mehr. Wo ich mir denke, warum werden die Kinder noch zu dieser Schule gebracht? Jemand muss mal irgendjemanden rufen, diese Schule, da wird andauernd jemand umgebracht. Und warum wird es in jedem Teil gesagt? Irgendeiner muss mal die Aufsichtsbehörde dahin bringen. Hogwarts ist kein sicherer Ort mehr. Der schien nie sicher zu sein, okay? Trotzdem tolle Geschichten. Aber ja, einfach irgendwas genommen und dann umgenannt ein bisschen hier und da. Man sieht Trolle und dann nennt man sie ein bisschen anders und macht noch ein Hübidibidibdib hinten dran. Es bleibt immer noch ein Troll. Twilight ist schlimm, deswegen mochte ich Twilight nicht. Die haben irgendwas genommen, was es schon gab, Vampire und Werwölfe, und einfach gedacht, okay, wir nehmen das mit diesen festen Regeln und wir vergewaltigen einfach die Regeln, die es gibt, mit den Werwölfen und den Vampiren, die tagsüber jetzt plötzlich doch draußen rumgehen können und chillen und... Ach, hör mir auf mit Twilight. Okay, es tut mir leid, da bin ich ein bisschen ausgeartet. Gummibärchen. Ja, wir filmen ja noch. Voll vergessen. Entschuldigung. Alles für den Thumbnail. Und vergiss bitte nicht. Nächstes Jahr gehe ich auf Tour. Kauft ordentlich Karten. Vegane Gummibärchen sind teuer. Tata. Ich muss jetzt noch dazu sagen, um meine journalistische Integrität nicht zu jeopardisen. Baby Yoda und Yoda sind nicht dieselbe Person, okay? Man hätte ihn auch anders nennen können, ich wusste das nicht. Ich habe mein Wissen auch nur aus Instagram, was sonst eine sehr vertrauenswürdige Quelle ist. So viel dazu. Falls also jemand schon was gesagt hat diesbezüglich in den Kommentaren, weil ihr immer so voreilig reagiert. Haha, revidiert. In your face. Chip, chip, chip it, chip, chat up.